So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der DAX legt heute ja ein gewaltiges Tempo vor, was nicht unbedingt zu überraschend kam, denn am Wochenende habe ich hier ein Setup eben vorgestellt, auch eigentlich das einzige, was eben dann im DAX neu läuft. Ich jetzt hier den Text mal rausschiebe, weil hier eine Kauftriggermarke bei 9435. Wer jetzt hier die Position noch von Freitagabend, eigentlich Freitagmittag von 13 Uhr wurde sie aufgenommen, das Kauflimit lag da bei 9360. Ich wurde dann hier beim Tief ausgestoppt. Heute Nacht, heißt man noch um 0 Uhr, also wirklich direkt um 0 Uhr auf die Kurse geschaut hat, hat man da gesagt, hey, Gott sei Dank ausgestoppt, ja, aber der Ursprungsstopp war bei 9250, dann eben 9 Uhr oder beziehungsweise eben schon frühzeitig gegen 5 Uhr konnte halt der DAX von dem Tief 130 Punkte etwa schon zulegen und mit der Eröffnung des Xetra-Handels, schalte ich nachher um, hier sind wir auf der Indikation JFD Brokers, startete der Index hier mit einem großen Gap. Also wer jetzt hier noch investiert sein sollte, kann sich über, ja, schon über rund 250 Punkte freuen. Wer dann hier eingestiegen ist, ja, liegt etwa 120 Punkte vorne. Wenn man jetzt hier auf Xetra umschaltet, dann sieht man eben hier ein großes Gap. Schlusskurs lag am Freitag bei 9380, hat ein 100-Punkte-Gap gemacht, gleich zu Wochenbeginn. Aber wenn man auch eben hier sieht, ein paar Linien sind eben auf anderen Indikationen, sind die basierend. Aber es sieht man auch hier, Abwärtstrend gebrochen, Kaufinteresse da, horizontaler Widerstand gebrochen. Es dürfte also ja fast eigentlich nichts dagegen sprechen, dass wir noch auf 9600 Punkte auf 9600 Punkte ansteigen werden und die beiden Verkaufslimite bleiben erstmal so bestehen, aber sind natürlich sehr antizyklisch. Dann der Stopp liegt dann im Mittel 200 Punkte höher, in etwa. Aber wie gesagt, diese Verkaufslimite sind echt auch sehr risikobehaftet, denn viele Anleger sind nicht investiert oder wahrscheinlich nicht investiert und können den DAX mit einem Short Squeeze gewaltig nach oben treiben. Sonst kurz auf die Liste. Eine E.ON, eine RWE stehen heute an der Spitze, dann eine Deutsche Bank, Volkswagen und der Rest ist eigentlich so im Mittel, kein Verlierer gibt es aktuell. Sonst laufen hier im Moment außer Morphosis und Apple eigentlich keine Setups mehr. Im Forex habe ich letzte Woche ein paar vorgestellt, aber die waren eben Stop-Buy oder Stop-Sell Szenarien. Und da wurde bis auf eins, was aber kein richtiges Stop-Buy und kein Stop-Sell war, läuft eigentlich aktuell hier nichts. Euro, australische Dollar, US-Dollar. Da ist wirklich die Stop-Buy-Marke bleibt hier. Könnte sich sozusagen zu einem Monsterkaufsignal entwickeln. Euro gegenüber Pfund wurde nichts aktiviert. Pfund gegen japanische Yen hat auch kein Signal getriggert. Und nur US-Dollar gegen kanadische Dollar. Hier sollte dieser Anlaufpunkt bei 1,34 angelaufen werden. Entweder direkt, da gab es dann schon ein kleines, ja,
kleiner Move dagegen, der wurde wieder gekontert. Und auch ein Ausbruch aus der Rainbow nach oben wäre eher als Fehlsignal dann zu interpretieren, damit wir hier unten hinlaufen. Auf jeden Fall aber den Stopp bei 1,4150 beachten. Das war's eben zunächst. Danke fürs Zuhören und man hört sich später.